Hallo aus Hameln und herzliche Grüße hier mitten aus der Altstadt. Hameln, die Rattenfängerstadt, ein sehr beliebtes Reiseziel. Und Hameln ist jetzt auch in einer Liste aufgetaucht von Deutschlands beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Es wurden zehntausende Menschen aus aller Welt befragt und Hameln ist in dieser Liste gelandet. Jetzt müssen wir aber erstmal klären, wie sieht diese Liste überhaupt aus. Auf Platz 1, da findet sich das Miniaturwunderland in Hamburg. Auf Platz 2, der Europapark in Rust. Und auf Platz 3, das Phantasialand in Brühl. Die erste richtige Stadt als solches, die taucht erst auf Platz 6 auf, nämlich Berlin. Berlin ist anscheinend die beliebteste Stadt. Jetzt ist Hameln auch in dieser Liste, aber Hameln ist ein bisschen weiter hinten. Platz 50 ist Trier und Platz 100 ist tatsächlich Hameln. Letzter Platz, aber trotzdem eine Ehre für die Stadt, denn überhaupt in dieser Liste aufzutauchen, das ist schon sehr gut. Hannover zum Beispiel taucht da gar nicht auf. Kein Wunder, Hameln ist wirklich schön. Aber was macht das Technikmuseum Sinsheim auf Platz 97 eigentlich schöner als die Randfängerstadt Hameln? Und warum ist auf Platz 89 Kassel? Hameln hat so viel zu bieten. Eigentlich müsste Hameln auf die 1. Ich frage heute mal in der Innenstadt nach, was macht Hameln eigentlich so besuchenswert und warum kommt man gerne in die Rattenfängerstadt? Hallo, guten Tag. Ich mache eine Umfrage, was Hameln so besuchenswert macht. Und Sie sind offensichtlich hier zu Besuch. Das versuchen wir ja gerade rauszufinden. Was haben Sie sich vorgenommen, als Sie nach Hameln gekommen sind? Warum wollten Sie die Stadt unbedingt besuchen? Wir fahren mit den Fahrrädern den Weserradweg und machen hier eine Mittagspause. Und dann fahren wir gleich weiter. Wo geht's dann hin? Bis Rinteln heute noch. Ah ja. Und gibt es in Hameln irgendwas, wo Sie gesagt haben, das ist aber hübsch, das macht die Stadt schon ganz besonders? Bis jetzt noch nicht, ja? Bis jetzt noch nicht, ne. Hallo, Entschuldigung, ich bin Jan Philipp von der DWZ, das ist die Zeitung hier aus Hameln. Ich mache eine Umfrage, was Hameln so besuchenswert macht. Und Sie sind offenbar hier zu Besuch. Ja, wir sind Touristen hier. Ja. Wir campen. Sie campen hier in Hameln? Und ja. Wie fühlt es sich an in Hameln? Ist es eine sehr Stadt? Ja? Also, ja. Also ich finde es sehr schön gepflegt und man findet gut zurecht. Doch, also wir machen heute eine Stadtführung. So, mit dem Rattenfänger? Ja. Wunderbar. Ne? Dann wissen wir hinterher mehr. Ja, ja, das sowieso. Der erklärt einem alles, das glauben Sie mir mal. Aber wenn Sie jetzt nach Hause kommen würden jetzt und jemandem Hameln empfehlen würden, was würden Sie sagen, warum man sollte man hierher kommen? Erstmal ist es, also wir sind Fahrradfahrer und finden den Radweg sehr schön, den Weserradweg. Den sind wir auch schon hoch und runter gefahren. Jo. Also das war so unser Plan. Aber ja. Die Stadt muss man natürlich auch sehen, unbedingt. Ne? Ich finde die einfach schön. Was wir bislang so gesehen haben, oder fällt dir noch was anderes ein? Nein, ist im Endeffekt alles gesagt. Wie viele Einwohner hat Hameln eigentlich? 60.000. Ja, okay. Also es ist eine kleine Stadt. Ja, aber viele Touristen. Aber es ist auch schön, ja. Ja, wir sind auf Fahrradtour, ne? Weserradweg, ne? Ja. Und da liegt Hameln nur mal an dem Wasser, ne? Und deswegen sind wir da jetzt so vorbeigekommen. Ja. Ich frage die Menschen, was macht Hameln so besuchenswert? Gibt es etwas außer dem Weserradweg, wo sie noch gesagt haben, Mensch, das ist ja toll hier in Hameln? Wir sind gerade erst angekommen, also ja, kennt man ja, eine Rattenfängerstadt, ne, kennt ja die ganze Welt. Ne, also kann man ja kaum dran vorbeiradeln, ne, wenn man dann unterwegs ist. Ne? Ja, das stimmt. Ratten und der Rattenfänger, die sind hier sehr präsent. Genau. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Aufenthalt und dass Sie noch viel entdecken. Danke. Hallo. Guten Tag, ich bin Jan von der DWZ, der Deist- und Weser-Zeitung. Kommen Sie aus Hameln? Nein. Ja, super. Ich suche nämlich Touristen, die... Nein, Touristen sind wir auch nicht. Wir kommen aus Salzhemmendorf. Wir lesen die DWZ. Hallo. Moin. Ich bin Jan Philipp von der DWZ. Ich darf mich mal dazusetzen, ganz kurz nur, für eine Umfrage. Ja, super, dankeschön. Ja. Also, ich frage die Menschen erstmal, wo sie herkommen und wie sie Hameln finden. Fang du an. Hameln, ich Stuttgart. Aus Stuttgart? Yes. Oh Mann, also es gibt so eine Liste, da gibt es die beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Mhm. Stuttgart liegt vor Hameln, also die Menschen, die da abgestimmt haben, finden Stuttgart schöner als Hameln. Sehen Sie das auch so oder... Überhaupt nicht. Na? Also die haben dann wenig Erfahrung über Stuttgart. Ich sage immer, wem sie Stuttgart gefällt, dem gefällt es überall. Nicht? Enge Stadt, Autostadt, mit Fahrrad. Also nicht diese Räume hier, wie sie hier sind in Hameln. Ist angenehmer. Also das ist absolut klar. Okay, wenn man jetzt zu Hause wieder in Stuttgart ist, was würde man dann jemandem erzählen als Empfehlung, Hameln mal zu besuchen? Ein ganz tolles, in sich geschlossenes Stadtbild, aber
Modernität drin, klar. Aber wenn ich auch hier so fürs Auge hinschaue, diese Fachwerkhäuser, diese Großräumigkeit, mhm. Hameln ist toll. Bleiben Sie bloß in Hameln wohnen. Ja, ich ziehen Sie nicht nach Stuttgart. Ja. Dann kommen Sie aus Hameln? Nee. Super. Ich suche Menschen, die nämlich hier zu Besuch sind. Ich frage nämlich gerade, was macht Hameln denn so besuchenswert? Was macht die Stadt so schön, dass man hierher kommen mag? Ah, wir sind denen. Meine Deutsch ist nicht so gut, aber ich probiere. Sehr gut ist das Deutsch. Das ist die alte Häuser und das Geschickte. Ja. Ah, und das. Und der Rattenfänger. Ja, Rattenfinger und der Weser. Ja. Ja, das ist es. Also die Altstadt, die schönen Häuser, das Fachwerk. Bei Ihnen? Ja. Wie sehen Sie Hameln? Die ist dasselbe, ja. Sie kommen aus Dänemark? Ja. Okay, wie lange sind Sie denn in Hameln? 5 Tage. 5 Tage? Ja. Oh, dann gibt es da viel zu entdecken, oder? Ja, wir haben E-Bike mitgenommen und will das... Fahren Sie den Weserradweg, oder? Ja, ja. Und wohnen Sie in einem Zeltcamping oder in einem Hotel? Camping. Ah, okay. Dann noch eine schöne Zeit. Danke. Und kommen Sie gut dann wieder nach Dänemark. Ja, ciao. Wow. So, Hameln ist auf jeden Fall für viele einen Besuch wert. Hameln hat zu bieten die schöne Altstadt, den Weserradweg und natürlich den Rattenfänger und natürlich noch vieles mehr. Aber das sind so in der Umfrage die 3 Hauptdinger, weswegen die Menschen gerne nach Hameln kommen. 3 Sachen, die immer noch besser sind als Hannover. Also Hameln ist ja auf der Liste letzter Platz, so gesehen. Ist doch völlig schön egal. Denn so wahnsinnig toll ist Hameln ja auch nicht, ne? muss man ja auch mal ehrlich sagen. Das muss man ehrlich sagen. Aber wenn es die Leute interessiert, finde ich gut.